Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei Smoking Grams. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr seht schon, heute geht es um John Wayne, um den Bourbon von John Wayne. The Duke, Kentucky Straight Bourbon, Whiskey Small Batch. Gleich vorab, die Flasche in dem Design gibt es nicht mehr, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ja, was hat es mit der Flasche auf sich? John Waynes Sohn schreibt hier hinten drauf, er hat auf dem Dachboden eine Box gefunden, eine Kiste mit verschiedenen Bourbon, die sein Vater zur Seite gestellt hat. Und sein Traum war es, einen Spirit zu kreieren, den er dann mit Freunden teilen konnte. Also nimmt man quasi jetzt die Flaschen, die angeblich in der Kiste gefunden worden sind, und hat daraus dann nach seinen Vorstellungen oder nach seinem Vermächtnis diesen Bourbon kreiert. Im Internet habe ich nicht allzu viel dazu gefunden. Es gibt ein Video von zwei Amerikanern, die nennen das Ganze The Biggest Rip-Off in History of Whiskey oder so ähnlich, also die größte Abzocke in der Geschichte des Whiskys. Und ich fand es ein bisschen schade, und ich habe mir diese Flasche vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren für 55 Euro gekauft. Ich bin einfach aufs Marketing angesprochen. Ja klar, da stand John Wayne drauf, die Figur ist drauf, und auf der Rückseite, wenn man genug raus hat, dann steht drauf A man gotta do what a man's gotta do, John Wayne. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und ja, ich habe mir die Flasche gekauft. Ich bereue es nicht, aber ich fand es ein bisschen schade, dass die zwei Jungs da gesagt haben, das wäre die größte Abzocke. Und mittlerweile gibt es die Flasche in der Form gar nicht mehr. Die schaut jetzt komplett anders aus. Viel schlanker, viel höher, erinnert mehr an die Standard Liquor Bottle. Und sein Sohn ist da auch irgendwie raus. Also es macht nicht mehr Ethan Wayne, sondern jetzt seine Enkeltochter. Die hat wohl eine Band, und bei jedem der Konzerte wird dann Werbung gemacht für die neue Flasche. Ob der Inhalt der gleiche ist, wage ich zu bezweifeln. Hier stand noch Monument Valley Distillers drauf, und das ist das Problem, warum die anderen gesagt haben, das wäre die größte Abzocke. Es gibt keine Monument Valley Distillers. Es gibt keine Distillerie, die so heißt. Das heißt, was hier drin ist, wurde eingekauft, und darüber wird keine Angaben gemacht. Mittlerweile steckt der O.C. Taylor dahinter, und der hat wohl auch eine eigene Destille. Allerdings haben es die Flaschen noch nicht auf dem deutschen Markt geschafft. Es gibt mittlerweile den Bourbon, den Straight Bourbon und den Straight Rye. Wenn ihr diese Flasche noch findet, irgendwo auf dem deutschen Markt, dann zahlt ihr ja knappe 80 Euro. Und das ist ein bisschen viel. Ich habe Whiskey Jason angeschrieben, das ist schon ein bisschen länger her. Wenn ihr den Kanal nicht kennt, schaut unbedingt mal bei Whiskey Jason vorbei. Genial, ein Amerikaner, der ja jeden Bourbon, den es auf der Welt gibt, probieren will. Und mittlerweile nicht nur Bourbon, sondern Irish und auch Scotch. Er versucht, ein Wikipedia von Whisky zu erstellen. Echt cooler Typ. Ich folge ihm seit 2016, also schaue ich mir seine Videos an. Und ich habe ihm irgendwann, habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe ihm geschrieben, sagt Jason, ich warte schon so lang drauf, dass du mal den Duke probierst. Ich habe die Flasche im Hintergrund stehen sehen auf deinen Videos, aber du hast sie nie probiert, warum nicht? Und er schrieb wirklich zurück, relativ schnell am gleichen Abend noch, oh Mann, habe ich total verplant, Video kommt. Jetzt muss man dazu wissen, dass Jason irgendwie jeden Tag ein Video raushaut, und dementsprechend lang hat es gedauert. Er hat mehr Vorlauf, und dementsprechend lang hat es gedauert, bis er ein Video dazu gemacht hat. Es kam wirklich ein Video dazu. Und er hat diesen Whisky, wollte er vergleichen mit einem Jim Beam, den Double Oaked. Der kostet wohl ein Drittel von dem. Aber er hat schnell gemerkt, dass der Double Oak nicht mithalten konnte, was mich natürlich persönlich gefreut hat. Ich habe mir das Video angeschaut, solltet ihr euch auch anschauen. Ich versuche es mal zu verlinken, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Und ja, wirklich genial, schaut es euch an. Ja. The Duke, wie gesagt, ich bin aufs Marketing, ja, reingefallen stimmt nicht, aber das Marketing hat mich angesprochen, 55 Euro für einen Bourbon richtig viel. Nur als kurzer Vergleich noch, damals, vor 2 Jahren, wo ich die Flasche gekauft habe, haben Bourbon, Elijah Craig, 12 Jahre, hat 25 Euro gekostet, Bullet Rye, 18, 19 Euro, da waren 55 Euro eine Hausnummer, und mittlerweile, wie gesagt, 70 Euro ist einfach eine Menge Geld. Aber gut, es geht nicht ums Geld, es geht um den Inhalt, und genau dem widmen wir uns jetzt mal. Wir halten mal die Nase rein. Ich probiere das aus meinem klassischen Nosing-Glas. John Wayne hätte vermutlich mich dafür erschossen auf der Stelle. Sowas benutzt man eigentlich dafür, ne? Schön Eis drauf. Ich gehe ganz schwer davon aus, dass der Kollege kühl gefiltert ist, wie so ziemlich fast alles, was aus den Staaten kommt. Gefärbt dürfte er nicht sein, sonst dürfte er sich nicht mehr Straight Bourbon nennen.
Aber wie gesagt, normalerweise trinkt man das aus sowas. Schön dicker Boden, Eiswürfel rein. Machen wir heute mal nicht. Ich mache das heute, wie immer, aus den Glencairn-Gläsern. Wow. Der ist sowas von gut und ich mag den Bourbon richtig, richtig gerne. Kein John Renfield mehr ohne diesen Bourbon, ist klar. Klebstoffnote, Fehlanzeige. Der ist jetzt relativ lange schon offen. Vielleicht hat die Oxidation auch einiges in der Flasche bewirkt, aber manchmal haben diese Bourbon, diese klassischen Bourbon, haben so eine Holzleimnote, Klebstoffnote. Ist dem hier völlig fremd. Wie gesagt, man weiß nicht, welche Destillerie dahinter steckt. Es könnten sich auch mehrere Destillen dahinter verbergen, wenn man wirklich versucht hat, einen Blend zu kreieren. Ob man dann noch Straight Bourbon draufschreiben darf, weiß ich nicht. Das Einzige, was sie hier draufschreiben, ist, dass sie neue, frische, heavily charred, also stark ausgebrannte American Oak Fässer verwenden. Mehr schreiben sie nicht drauf. Karamell, Vanille, logisch, was auch sonst. Ein bisschen Holz merkt man tatsächlich. Und zwar, wenn man mehr Bourbon probiert hat oder auch mehr Virgin Oak Whiskys generell probiert hat, kann man so die Ausstufungen der Ausbrennung erkennen und heavily charred, glaube ich, ihm sofort. Saftorangen. Schöne, kräftige Saftorangen, wenn ihr die anschneidet und es läuft schon der ganze Saft die Ärmel runter, wunderbar, 1:1. Bisschen süß, wie so ein Marshmallow, eine Vanille-Marshmallow, wenn es sowas überhaupt gibt. Was leicht Nussiges. Aber ich komme über die Orangen nicht weg. Über diese Saftorangen komme ich nicht drüber weg. Genial. Mir gefällt die Nase richtig, richtig gut. Ja, 88 Proof entspricht 44 Volumenprozent. Den trinken wir pur. Auf euch. Cheers, sagt man, glaube ich, in den USA. Der ist weich, der ist rund, der ist smooth and mellow, der ist gut. Der ist wirklich gut. Der Alkohol macht sich erst jetzt ganz leicht bemerkbar. Jetzt merkt man erst, dass man 44% hatte. Und selbst die würde ich ihm nicht glauben. Weich, rund, holzig, langer, langer Abgang. Die Saftorangen sind wieder da, eine Fruchtigkeit ist da, die man eigentlich aus so einem Bourbon nicht erwarten würde. Der klassische Bourbon-Geschmack ist da, allerdings ohne diese Klebstoffnote. Holz, Süße. Karamell und wieder diese Orangen, wieder diese Fruchtigkeit. So ein bisschen Gewürze schieben jetzt noch hinterher, das dürfte so der Einfluss vom Fass sein, aber der ist richtig, richtig gut. Guter Begleiter zu einer Zigarre, könnte ich mir vorstellen, wie übrigens jeder Bourbon. Aber der ist für einen Bourbon, und bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich mag Bourbon wirklich gerne, aber für einen Bourbon ist der reich und komplex. Der Abgang ist mega lang, der ist jetzt immer noch voll präsent, der ist immer noch auf der Zunge. Jetzt kippt es so langsam, dieses Holzaroma kippt jetzt so langsam in eine leicht bittere Note, aber wirklich ganz, ganz, ganz leicht zartbitter. Also das ist jetzt nicht die 80-90%ige Zartbitterschokolade, auf gar keinen Fall. Gar nicht. Und diese Fruchtigkeit ist immer noch da. Ja, ihr merkt schon, ich schwärme. Natürlich bin ich voreingenommen. Natürlich bin ich hier vom Marketing abhängig. Natürlich kann man das nicht komplett ausblenden. Aber, und das finde ich so erstaunlich, ich komme nochmal auf das Video von Whisky Jason zurück. Er ist ja an die Sache rangegangen, dass der Whisky zu teuer ist und der Inhalt nicht so gut sein wird. Und auch er musste dann einen anderen Whisky rausholen. Also er hat den Jim Beam gehabt, dann hat er noch einen dabei gehabt. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Der war dann schon in der Klasse drüber, der war schon ein bisschen teurer.
Und selbst der konnte nicht gegen The Duke standhalten. Also der Inhalt ist wirklich gut. 55 Euro gut. Für mich ja, aber mittlerweile bekommt man die Flasche nicht mehr. Und schon gleich gar nicht mehr für 55 Euro. Mittlerweile legst du 70, 75 Euro hin. Und da muss ich sagen, boah, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich hüte den Rest des Inhaltes wie mein Augapfel. Wie gesagt, eigentlich nur, wenn ein John Wayne-Film in der Glotze läuft. Heute für euch mal eine Ausnahme gemacht, weil ich den unbedingt mit euch teilen wollte. Jetzt kommt so eine ganz leichte Frische mit dazu. Der ist süffig, da muss man echt aufpassen. Schöner, schöner Bourbon. Wenn ihr den irgendwo mal seht, probiert ihn mal. Wenn ihr sagt, Bourbon war mir bisher immer viel zu viel Klebstoffnote, probiert den hier mal, da ist diese Klebstoffnote nicht vorhanden, kaum vorhanden. Was mich jetzt wirklich interessieren würde, was für Brennereien stecken dahinter, was für Destillen stecken dahinter, einfach nur aus dem Grund, wenn ich den nicht mehr bekomme, kann ich ja mir den Rest von den Destillen zusammen kaufen oder ein Produkt aus dieser Destille kaufen. Leider gibt es dazu keine Angaben, sehr schade, das heißt, ich werde mir den hier richtig, richtig gut aufhören und richtig gut einteilen. Ja, ich zeige euch nochmal die Flasche, ich hoffe, die Kamera kann das irgendwie scharf stellen. Hier schön John Wayne drauf in der klassischen Rolle als Cowboy, als Sheriff natürlich, um Gottes Willen, hier schön der Sheriff stand. Man's gotta do what a man's gotta do. Hier oben nochmal Duke als Patrone 44-40. Schön, ja. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass deine Review hat euch gefallen. Ich genieße jetzt noch in aller Ruhe diesen Dram, was mir nicht schwerfallen wird. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Smoking Drams. Wenn ihr wollt, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Kommentar da. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.